Also gut, dann wollen wir mal weitermachen. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Meat Boy. Und uns fehlt nur noch Pigletten in Cotton Alley. Dann haben wir hier auch alles. Das war das mit den Killer Puddings, stimmt. Oh, mal schauen, ich bin saumüde heute. Gestern wurde es sehr spät bei mir. Oh je, mal schauen, ob das was wird. Ich hoffe mal schon. Oh. Und ich weiß schon wieder, warum ich das Level gehasst habe. Warum ich diese Abneigung gegen dieses Level habe. Diese behinderten Schächte. Da habe ich nie das richtige Momentum, um da gescheit durchzugehen. Na. Okay. Oh mein Gott, es wäre so cool gewesen, wenn ich jetzt da es irgendwie rüber geschafft hätte. Ich glaube, so wie ich das geplant habe, es zu machen, so geht es gar nicht. Ich wollte eigentlich, was ich immer versuche, ist, ich möchte gerne den rechten Schacht runtergehen, einen Walljump machen nach rechts, und zwar über diese Säge an der rechten Seite, und dann von da aus nochmal nach auf der Plattform landen, auf diesem Viereck darunter. Aber ich glaube, das ist nicht machbar. Oh, ich muss direkt auf diesen Klotz da drauf, und es geht auch. Ich kann neben dem Schleim landen und dann von dem aus wegspringen nach oben. Vermute ich auch gern über diese Säge hinüber. Oder? Es geht schon. Ja, es geht. Dass ich dann eben in Ruhe auf diesem Plattending landen kann und dann meinen Sprung durch die beiden Sägen timen kann. Und es muss auch hier alles schneller gehen. Ich muss doch nicht so lange warten, oder? Es geht doch bestimmt auch früher. Nee, das ist für mich jetzt unmöglich, es anders zu machen. Ich schaff's nicht mal so gerade. Hui. Ich bin so ein Vollspast. Hoppla, hoppla, und dann rüber und hoch. Oh mein Gott, ist aber der Mega-Fail-Modus angegangen. Der Fail-Alarm klingelt schon. Und ja, mein Gott, ich hab's auf einmal gar nicht mehr drauf, hier durch das Level durchzuhüpfen. Ich glaube, ich habe gewartet. Ja, stimmt. Ich habe es so gemacht. Ach so. Ja, yeah, jetzt. So war das. Wizzy, du irritierst mich. Ich habe vergessen, die Notifications auszuschalten. Ich sag... nein, ich bin nach links gegangen. Oh, und ich dachte so, oh, scheiße, ist nicht nach links drücken, sonst rennst du in den Pudding rein. Ah. Den Todespudding. Aber immerhin sind sie alle glücklich. Oh, oh, und hier muss ich echt gucken, dass ich da hochgeslidet komme an der Wand. Wenn ich da nicht hochslidet und ich nicht in den Schacht reinkomme und ich springe, dann passiert das, was gerade eben passiert ist. Nämlich, ich lande einfach mal fröhlich im Nichts. So, da sind wir mal immerhin oben. Ich meine, bis dahin ist ja meistens nicht so das Problem, aber oh, da runterzukommen macht mich fertig. Ah, krieg ich dann nicht irgendwie auch mal das hin, dass ich da so schnell rüberkomme? Nein. Das klappt so einigermaßen. Ändern wir lieber nichts dran. Okay, da rein ist schon mal wieder kein Ding. Und jetzt hier meine Hassstelle. Komm schon. Oh. Okay, aber jetzt hier. Oh, 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 es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Oh, geschafft. Gott sei Dank. Ich habe keine A+, aber es ist mir egal. Was ist Surfragette? Wahrscheinlich Cotton Eddy schaffen, oder? Ja. Cotton Eddy schaffen. Nice. Uah. Und das trotz meinem angeschlagenen Zustand. Aber man sieht schon, ich war immer relativ gleich schnell. Hat mir viel Zeit gefehlt. Wenn ich es durchsehe, es fehlt mir nur eine Sekunde. Dann kann man da bestimmt noch was dran drehen, aber... sieht nach mehr aus. Oder? Ja, wesentlich mehr. Oh je. Okay, aber es muss nicht sein, dass ich da A+ hole. Ich werde den Cotton Alley, wenn es davon in Dark World gibt, eh nie spielen. Exit to Map. Mir fehlen noch ein ganzer Haufen Bandages und Warpstones und so wahrscheinlich. Es gibt hier eine Dark World. Aha, ihr Behinderten. Aber ich würde sagen... Hier haben wir nur nicht alle Bandages. Nur weiß ich halt jetzt nicht, in welchen Level mir die Bandages fehlen. Ich glaube, ich mache mal eine Liste demnächst und drücke mir so eine Liste aus, wo es noch was gibt.
Hier haben wir bestimmt noch Dark World übrig im Hospital. Ganz bestimmt. Ich meine, ich habe die Dark Worlds nirgendwo überall gespielt. Dann gucken wir mal da rein, oder? Was die Dark Worlds so für uns haben. Wuppla. So, okay, cool. Buzz Cut. Ja, ich möchte einfach Meat Boy spielen. Okay, das ist Buzz Cut und das ist die Dark World von... Eine Dark World von Welt... Das Business in der Dark World von Welt 2, genau. Das wollte ich eigentlich sagen die ganze Zeit. What the f... Okay, es ist super Glitch Boy jetzt oder so, keine Ahnung. Geil. Okay. Es ist wahrscheinlich wirklich super Glitch Boy. Abgefahren. Und ich sauge sowas von. Aber warum war da gerade eben das eine Warp Zone? War es auch ein Glitch sozusagen? Soll das der Gag sein, dass man da in Bandage Girl reinläuft und dann warpt es einen weg? Ich möchte gerne hoch, danke. Wom und Wom. Passt. Bitte einmal hier durch, einmal darüber. Dankeschön, Dankeschön. Und was machen wir jetzt hier? Da drauf landen erstmal. Wow. Wow. Oh, scheiße, das ist ja... Ich bin so ein Spast. Wieso, sag bloß, es geht nicht immer. Man kann da nicht immer hinkommen. Das war jetzt gerade ein super Secret oder so. Wow, kacke. Ich hab's irgendwie geschafft, in ein geiles Secret reinzukommen. Und ich wusste nicht, dass es ein Secret ist. Und, oh Gott. Warum weiß ich so etwas nicht? Oh. Ich möchte gerne das Bandage da haben. Hui. Hui. Nein. Oh mein Gott. Ah, Nose, aber hey, das ist machbar, das kriegen wir noch, das Bandage. Jawohl, ja, okay, jetzt muss ich nur wieder hier heil aus dem Level rauskommen. Ach so, da ist ein nach links Pusterus. Wie kriege ich da diese mega Höhe? Ich muss von unten reinspringen, meine ich. Ja, genau. Oh, oh, holalala. Holla, das war knapp. Oh, kacke. Nein. Nein. Oh, hey, hey, hey. Da habe ich mich aber noch im letzten Moment rausgeangelt. Aber gebracht hat es mir im Endeffekt dann doch nichts. No. Yeah, so sieht's aus. Und dann möglichst tief rein und möglichst viel von dem behinderten Auftrieb mitzunehmen. Oh. Wow, das war zu flach reingesprungen. Das war ungut. Das machen wir nicht noch einmal, hoffentlich. Na los, geh da hoch jetzt. Behinderter Ventilator. Ach so, okay. Das geht wesentlich einfacher, als ich es mir gemacht habe. Na. Na. Jawohl, Bandage Girl, da sind wir. Bandage Get. Nächstes Level, bitte. Ich denke mal, die werden weggehen, oder? Nee, tun sie nicht. Okay. Aber ich kann nicht mehr da... Ah, oh, das ist eine Warp Zone. Dankeschön, dass wir das sehen. Das heißt, da gibt es was zu holen. Und ich bin so unbegabt gerade. Ich springe mir auch mal vorbei an den behinderten Gegendingern. Gegendingern? Ich meine eigentlich nicht Gegendinger, sondern... Ich will da gerne flach rein. Ganz flach. Behindert. Behindert. Nein, das ist echt so ein starkes Ding. Aber es kriegt mich halt nicht richtig weggeschleudert, dass ich halt an Höhe gewinne. Ich krieg die Plattform nicht. Die ist zwei Blöcke breit. Oh, ich hasse die Ventilatoren. Ich habe sie, glaube ich, schon damals gehasst, als sie neu waren. Jetzt sind sie alter Huten, sind trotzdem alles Hurensöhne. Ah, oh, du bekacktes Fickding. Lande endlich drauf. Es ist nicht so schwer. Du bist schon auf viel kleineren Plattformen gelandet.
Ach, kacke, ich ahne, was ich machen muss. Erstmal fail ich wieder komplett, das muss ich tun, genau. Und kann ich da hoch? Nee. Aber ich kann da hoch, okay. Doppelpö. Wie soll ich denn darüber kommen? Über den Ventilator? Ei, 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 das könnte eigentlich was werden, aber wenn ich von oben so schnell falle, dann ist es auf keinen Fall was, weil... ja so! Scheiße, das wär's gewesen! Das wär's gewesen! Aber ich habe mich dazu entschlossen, es lieber zu versauen. Okay, aber das ist gar nicht so schlecht, was ich gerade mache. So könnte ich, wenn ich da ein bisschen mehr Gas gebe, oh mein Gott. Ich hasse diesen Ventilator. Und ich hasse alle seine Folgemenschen, seine Abonnenten. Was? Habe ich da eben gesagt? Ich hasse die Folgemenschen des Ventilators. Natürlich wäre es geil, wenn es wirklich einen YouTube-Kanal gibt, der heißt Der Ventilator. Das ist eine Sache, die ich dann gleich mal herausfinden muss, irgendwann mal. Aber wahrscheinlich vergesse ich sowieso. Ja, Flieg und Sieg! Das wird niemals das werden. So irgendwie. Es gibt bestimmt eine andere Möglichkeit und ich habe sie noch nicht ganz herausgefunden, wie diese Möglichkeit ist. Ich glaube, ich muss nach rechts weiter. Ich bin mir jetzt irgendwie nicht ganz sicher, aber so klappt es auf keinen Fall. Wenn ich weiterhin in diese behinderten Stacheln reinspringe, dann habe ich gar nichts davon. Okay, treibe ich nach oben. Los! Okay. Ah, ich Idiot. Ich hätte einfach durchsliden können. Und jetzt kommt der große Test. Okay, so nicht. Und jetzt haben wir sehr viel Zeit verloren. Die Warpzone schließt sich bestimmt gleich. Also töten und nochmal versuchen. Ich bin der Geist, dass wir einfach natürlich dauernd rechts halt hoch müssen. Nein. Du Behinderter. Du bist so ein behinderter Ventilator. Okay, das Problem habe ich auch gelöst. Einfach laufen, nicht springen, ist die Lösung. Und jetzt hier mal fröhlich in die Warpzone rein. Wow, Super Meat Boy in der Game Boy Color Variante, keine Ahnung. Wow, Augenkrebs. Wow, das ist echt mal augenkrebsmäßig ohne Ende. Tot. Super Augenkrebs-Boy. Es fehlt nur noch die Musik dazu. Wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder.